Ihr Lieben, einen wundervollen, wunderschönen guten Morgen. Ja, Emmy macht natürlich schon auch jetzt die Augen auf. Und Alina, ich weiß nicht, was los ist. Also Alina ist irgendwie viel motivierter als wie Emmy. Die versucht jetzt schon auf vier Pfoten zu laufen. Vielleicht seht ihr das jetzt. Wollen wir sie mal vielleicht gucken, dass wir die ein bisschen dazu motivieren. Ja, seht ihr? Sie versucht schon zu laufen. Unglaublich. Oh, ist sie schnell. Oh, bist du schnell. Da ist die Mama. Da ist die Mama. Da. Komm. Seht ihr, sie läuft schon. Gestern hat sie es versucht. Also ich wollte ein Video machen, aber das war schon zu spät. Und heute schafft sie schon ihre ersten vier Schritte. Also 4x4. 4x4 Antrieb. Ihre ersten 4x4 Schritte. Wahnsinn. Ja, und was ist mit dir, Alina? Hä? Du, Alina, was ist mit dir? Du bist ein bisschen zu fett, geh, um schon zu laufen. Oh, was ist mit dir los? Kannst du es auch schon, ja? Oh je, oh je, oh je. Ja, Alina, genau wie Amy, genauso. Die hat erst das linke Auge schön offen und das rechte noch nicht so. War genauso wie bei Alina. Das linke Auge war auf, das rechte erst so ein bisschen später. So halb zu noch. Yay! Ja. Schaut euch das an. Steht schon auf vier Pfoten. Hat schon Allradantrieb, die Kleine. Geboja, und du Fettsack. Die wird ganz stark, die wird ganz stark, ganz groß. Mein Schatz. Ja? Komm, Schieber, leg dich richtig hin. Leg dich hin, Schieber. Leg dich richtig hin. Leg dich richtig hin. Auf. Auf die andere Seite. Hier, leg dich richtig hin. Hier. Aber jetzt, weil die beiden da sind, die will sich auf die rechte Seite legen. Aber die beiden stören, das geht natürlich nicht so jetzt. So, komm, Schieber, leg dich hin. Leg dich richtig hin, habe ich gesagt. Schieber, leg dich hin. Du mit der Bien. Ich verstehe das ja auch Spanisch. Deutsch versteht ihr das nicht. Ich rede mit dir nicht Spanisch, so diese normalen Sachen, diese kurzen Kommandos auf Deutsch. Auf Spanisch versteht ihr das sofort. Tú mete bien. Chiva, tú mete bien. Tú mete bien, sube la patita. Sube la pata. Okay. Ich wiederhole das dann immer so zwei, dreimal, dass sie dann auch erstmal so liegen bleibt, weil die versucht dann immer gleich die erstmal sauber zu machen, wo sie erstmal essen wollen. Dann. Wenn ich das zweite Mal. Seht ihr? Tumbate bien. Tumbate bien. Oh Mann. Hier liegt immer noch alles voll rum mit Wolle, aber ich lasse das auch so, weil das ist gar nicht mal schlecht. Das sammelt diesen ganzen Dreck auf irgendwie, den die da machen. Ja. Gell, mein Schatz. Ich habe dir so ein schönes, so ein schönes Bett gekauft und der Ramse hat das total kaputt gemacht, ey. Naja, egal. Muss ich ein neues holen und dann aufpassen. Chivachichi. Ich bin immer noch ein bisschen krank, Leute, aber geht langsam vorbei. Keine Sorge, die Kleinen, die stecke ich schon nicht an.
haben diese Piranhas. Guckt euch diese Megalodons Piranhas an. Hier. Die Kleine, die Alina, die macht wie die Mutter, wo sie klein war. Diese Atemgeräusche, hört ihr das? Dieses. Die Shiva, die hat das noch bis vor einem Monat hat die das noch gemacht. Und jetzt habe ich das irgendwie ein bisschen abgewöhnt, indem ich das rezitiert habe, was sie auch. Ich habe rezitiert, die Geräusche rezitiert, die sie macht. Also ich tue etwas rezitieren, obwohl ich es gar nicht verstehe. Ich rezitiere es einfach, ne? Ihr versteht schon. Geh mein Schatz. Guck mal, wie schön mein Hund ist. Guck mal. Schönster Hund der Welt. Qué bonita eres, mi amor. Qué bonita es mi chichi pichicha. Qué bonita es mi chichi pichicha. Qué bonita. Schöner Hund. Ein ganz einfacher, ein schöner Hund. Ja komm, hier nimmt niemand was weg. Ja? Niemand nimmt dir was weg. Guck dir wie Piranha. Such dir das nächste heute. Ja, den Ramses habe ich heute unten, der ist draußen. Den habe ich heute unten, unten, der ist mir heute ein bisschen zu nervös. Der hat die ganze Zeit mit denen gelegen und hin und her, aber dann hat er alles Angst gehabt, wenn die Kleinen sich nur bewegt haben. Da ist er mal kurz auf sie getreten und habe ich gesagt, hier, du bist mir zu nervös. Und ich mache runter, ich bin ein bisschen beruhigt. Jetzt geht's hier Wettkampf um den besten Platz. Ja, was ist denn mit dir? Kannst du nicht normal trinken? Hm? Ein bisschen Kopf über, dann ist. Hm, lass mich mal kurz rauskommen. Ja, komm. Ja. Hm? Ne? Túmbate bien, Shiva, túmbate bien. Túmbate bien, túmbate bien. Buena chica, buena chica. Buena chica. Das ist jetzt auch das erste Mal, dass sie sich verschluckt hat. Aber ein bisschen zu viel Milch jetzt raus, ne? Ja? Jetzt, wo du sehr stärker saugen kannst, ja? Ein bisschen aufpassen, mein Schatz. Ja, ihr Lieben, ich muss demnächst wieder nach Burgos fahren. Das ist aber dann das letzte Mal. Mit dem ganzen Zeugs, was ich da erledigen muss. Und dann, ja,
Ist ja Gott sei Dank jemand da, der aufpassen kann. Ich bleibe auch nicht lange, ich fahre hin und sofort wieder zurück. Ich bleibe höchstens einen Tag im Hotel. Höchstens. Oder fahre direkt schon am selben Tag wieder zurück. Fahre morgens hin und dann abends wieder zurück. Mal gucken. Aber das bringt ja auch nichts. Lieber gesund zurückfahren, als wie schnell, ja. Ja. Ich wäre schon gern länger geblieben, weil da die Familie ist. Ich euch schöne Videos hätte machen können, aber jetzt mit den Hunden ist natürlich schlecht. Da will sie wieder sofort wieder zurück. Ja, naja. Ja gut, ihr Lieben, dann das war's für heute. Vielleicht machen wir später nochmal ein kurzes Video. Aber ich meine, wir müssen auch nicht jeden Tag ein Video machen. Ne, so. Genau. Da sieht man auch ein bisschen Fortschritt für Fortschritt. Zum Beispiel, wie, dass sie heute schon anfangen versuchen zu laufen. Beziehungsweise Alina schon fast laufen kann. So ein paar Schrittchen. Ja, einfach nur der Wahnsinn. Also ihr Lieben, dann danke fürs Zusehen. Gebt mal ein schönes Like. Jo. Seid dem Herrn befohlen. Betet. Und seid lieb, ne? Komm, sag mal tschüss, Schieber. Sag mal tschüss. Mal tschüss, mal tschüss. Guck mal, wie schön die ist. Was ein hübscher Hund. Gell? Also bis dann. Ciao.